hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, wir sind am Ende der Saison Dritter in der Meisterschaft geworden und Fünfter und Achter in der Fahrermeisterschaft. Da kann man definitiv aufbauen und wie ich gerade sehe, sind wir das beste englische Team. Auch nicht schlecht. So, der nächste ausgebrannte Mitarbeiter, den wir haben. Na, ganz toll, so verlängern wir mal alle Verträge. Und dann würde da schon mal gut dastehen. Ist natürlich schade, weil, okay, bei Philips ist sogar gar nicht so schlecht, dann ist er relativ schnell weg, wenn er jetzt gut ausgebrannt ist schon. Das heißt, wir bräuchten wieder einen neuen, der Reifen wechseln, ne, der heben kann. Damit wir da genügend Leute haben. So, wenn ich jetzt richtig sehe und zählen kann, dann haben wir 1, 2, 3 Fehler in der Saison nur gemacht. Das ist sehr wenig. So, wir brauchen einen Heber und einen, der Reifen wechseln kann. Na, hier hätten wir einen kompletten Heber und einen Reparaturtypi, aber der ist schlecht. Der kann heben mit 20 und 17er Reifen wechseln. Ist okay, können wir nehmen. Damit sind wir knapp unter 10 Millionen. Ja, wenn ich das richtig rechne, müssten wir jetzt 2 Punkte mittlerweile mal mehr kriegen. Ja, haben wir. Hat eine gute Ausdauer, was eigentlich bei mir ziemlich entscheidend ist. Die Fehlerquote liegt auch bei 0,1%. Ja, okay, 0,3%. So, Gilf verwehrt. Verwenk auf die Pole. Wir haben keinen Rekord knackt. So, McDermott mit, hat diversen Themen mitgeteilt. Also der Agent davon. Nächstes Interesse haben. Ja, absolut. Wer nicht, ne? Ist relativ alt, hat aber, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Ja, okay. 40%. Normalerweise hat die keinen Marktwert. Und ist saumäßig teuer. 2 Millionen. Boah, wir sind sehr, sehr gnädig zu unseren Fahrern mit dem Geld. Also, wir könnten ihnen deutlich mehr zahlen. Aber nein, sie wollen ja nicht mehr Geld. Von daher ist es sehr, sehr gut. Okay, wir versuchen noch die Teile so zu verbessern, dass sie relativ gut sind. Motor wird auf jeden Fall verbessert. Und wir können gucken, dass wir alles einbauen, das stark ist. Eigentlich haben wir schon alles, das ist stark ist eingebaut. Wir müssen eigentlich jetzt wirklich nur die Leistung noch erhöhen. Sind wir jetzt auch dran angekommen? Ja, noch sind wir nicht angekommen. An Panther. Da will ich gar nicht wissen, was die eigentlich für einen Motor fahren. So, WLAN, Vorsitzender mal wieder zurück. Manager sind Stefan Quintano geworden. Quintano war total schlecht eigentlich. Fahrer war Gil. Ja, eigentlich würde ich eher die Teamkollegin benennen. Ja, überreiche ihnen das Preisgeld für 2036. Danke sehr. 50 Millionen. Das ist mal ein gutes Sümmchen, das wir bekommen haben. So, Regeln. Es wird. Hat nach dem ein Jahr über Regeländerungen der Meisterschaft abgestimmt worden, hat sich letztlich nichts geändert. Die Meisterschaft wird also mit denselben Regeln ausgetragen wie schon letzte Saison. Ich persönlich finde das etwas enttäuschend. Ich halte Neuerungen für etwas Positives. Nee, wäre mal was Gutes, wenn man mal die Regeln nicht jedes Jahr ändern müsste. Auch in echt, das wäre echt mal was Schönes. So, Team Kirov wurde befördert und Rosetta Corsa steigt ab. Also kommt Team Kirov wieder zurück in die World Motorsport Championship. Silver steigt endlich auf. Wir hatten ja schon mal einen Titel geholt und haben dann abgebrochen, wollten dann nicht hoch. Und Vexala steigt wieder in die European ab. Ja, okay. 100 Tage bis zum nächsten Grand Prix. Das ist schon Anlagemöglichkeit. Ja. Okay, ich kann das nur annehmen. Mein Bucher hat mich in ein paar genialen Investmentgelegenheiten in die Karibik eingeweiht. In Trinidad und Tobago gibt es wohl eine Menge Land für Kleingeld zu kriegen. Ich habe daran ordentlich was investiert. Wie auch immer, das Geld möchte ich das Team zurückfließen lassen. Ist also ein Anteil meiner Gewinne. Ich weiß, es ist nicht viel, aber vielleicht reicht es, um ein neues Getriebe oder so was zu bauen. Also das Bauen habe ich dazu gesagt. Ja, ist ja sehr nett, ne? Der Fahrer möchte ins Team investieren und hat etwas Geld überwiesen. Danke sehr. 52.000 und dann sind wir über 60 Millionen jetzt. Danke sehr, sehr, sehr nett. Zwar sind wir jetzt nicht so sehr auf Geld angewiesen, aber wir nehmen jeden Cent, den wir kriegen können. Dadurch können wir halt nur unser Team verbessern. So, Vorsaison. Mal wieder. Na, wie gesagt, ich werde das Auto jetzt optisch vielleicht nicht so sehr ändern, aber farblich gesehen wird das
komplett anders. Es wird wieder mehr in eine andere Farbgebung gehen. Also weg von schwarz, rot, gelb. Ich wusste jetzt nicht, welche Farben wir haben. Und ich bin mal gespannt, welche Farben wir dann aussuchen. So, Fahrzeug für die nächste Saison entwickeln. Wir kriegen nochmal knapp fast 20 Millionen. Also 80 Millionen hat schon nie auf dem Konto. So, wir gehen diese Saison. Schwierig. Sehr schwierig. Also Kitano will ich eigentlich nicht haben. Boah, wir können das ja komplett runterpacken. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, in echt sind sie so ungefähr so am Fahren. Aber umso höher natürlich, umso höher können wir das nicht machen. Wenn wir den Stein mal reinpacken. Wenn wir es wahrheitsgemäß nehmen würden, müssten wir es so ungefähr machen. Ja. Warum können wir das eigentlich nicht so hoch machen? Also Hammer, den Hammer, Missholt und Kitano. Kitano eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Treibstoffeffizienz sehr, sehr gut. Flexibilität ist da sehr, sehr gut. Ja, wir gehen mit dem Heck etwas runter, um ein bisschen die Reifenerwärmung zu holen. Und da ist eigentlich grundsätzlich. Doch, das ist ein sehr starker Unterschied. Flexibilität ist sehr wichtig. Ja, und deswegen würde ich sagen, gehen wir dieses Jahr zu Steinmann. Ja, wieder der Wechsel. Obwohl, komm, wir bleiben mal ein Jahr bei einem anderen. Das heißt, das Heck muss hoch. Dann sind wir relativ gut dabei. Ja, hier ist klar, nehmen wir immer das Gleiche. Dann der... Da ist eigentlich auch immer das, wir haben eigentlich immer das, sonst das Gleiche, was wir sonst nehmen. Ui, wir können das Heck richtig hochpacken. Oh Gott! Das ist richtig hoch. Dafür haben wir die Reifenerwärmung richtig schlecht. Lassen wir so 3 Sterne erstmal. Und der Bremsen... Wir können das noch höher packen. Das ist der Hammer. Jo, kann man eigentlich maximal gehen, ey. So. Die Nase. Ist Reifenabnutzungsgut? Oder Treibstoffeffizienzgut? Eigentlich müssten wir genau die Mitte wieder nehmen. Was ziemlich gut aussieht. Jo, würde ich sagen, sieht sehr, sehr gut aus. 46 Millionen. Ist eine gute Summe. Für das Auto. Also wir sind auf jeden Fall, wir haben halt den teuersten Motor. Wir können ungefähr eins. Wir können ein bisschen Geld sparen eigentlich. Ist da ein Unterschied zu sehen? Oh ja, die Flexibilität wäre hier richtig stark. Dafür aber da die Treibstoffeffizienz und der Rosini ist so das Mittelding von den ganzen. Bleiben wir bei Rosini. Das hätte natürlich auch was, ne? Sieht eigentlich immer ziemlich cool aus, wenn die Nase zu tief ist. Die Reifenabnutzung ist sehr, sehr gut, aber dafür die Treibstoff hat dann mehr Probleme. So hätte der Treibstoff gut, aber die Reifen werden schnell kaputt. Altmodig, neumodig. Wir nehmen Mittel. Mittelding, 3 Sterne Reifenabnutzung, 3,5 Sterne Treibstoffeffizienz. Also wir müssten dann noch irgendwie was machen. Hier an der Effizienz, das heißt, der Wagen wird etwas breiter, dafür wiegt die Reifenerwärmung etwas weg. Obwohl ich eigentlich kein Problem bisher hatte. So, wir kriegen die Haiflosse wieder. Ich fand die gar nicht so schlecht. Dafür haben wir eine gute Flexibilität, dafür eine relativ schlechte Reifenerwärmung. Aber die Reifenerwärmung ist, finde ich, jetzt nicht so wichtig. Flexibilität schon ein bisschen eher, damit man halt überall so ein bisschen gut ist. Wir haben 34 Millionen. Wollte eigentlich gerne die beiden Sachen hier ausbauen, was nicht möglich ist. Deswegen werden wir jetzt in den Simulator investieren und nochmal einen weiteren Ausbau tätigen, und zwar Bremsen, Legende, Aufhängen auf Legende. Ist klar, Motor könnten wir auch auf Legende machen, aber wir werden... Alle drei sind gleich teuer. Ich weiß gar nicht, wo wir... Letzte Woche im Heckflügel waren wir schlecht. Den bauen wir hier jetzt aus auf Legende.
Wir haben hier Frontflügel, da haben wir Aufhängung. Sich sind wir sonst überall ziemlich gut da am Stehen, außer der Motor ist noch ein bisschen am hinten dranhängen und der Heckflügel. Dann würde ich sagen, wir gehen auf die Bremsen. Weil schnell fahren kann jeder, bremsen nicht jeder. Okay, damit haben wir 12 Millionen. Ungefähr noch 4 Millionen bis 5 Millionen geben wir noch aus für eine kleine andere Verbesserungen. Der Wagen gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also die Heckflosse ist jetzt nicht so hoch, wie ich es mir eigentlich erhofft hätte. Eigentlich wollte ich auch wirklich so ein Business-Auto haben wie in echt. So, Wetterzentrum ist fertig. Voll ausgebaut bedeutet, ja, das ist Geld, kein Wetterzentrum. Da muss ich. So, das Wetterzentrum verbessert ihre auswärtigen Operationsbasis, liefert bessere Wettervorhersagen und erlaubt es, Witterungsänderungen früher Auen zu sehen. Das heißt, wir dürften jetzt theoretisch das komplette Rennen sehen. Zwei Varianten der Strecke, alles klar. Eigentlich gibt es sogar noch eine, ne? Also wenn man hier auf die Strecke geht. Da kommt nämlich noch was dazu, wenn man ausbauen würde. Und zwar noch eine Kurve da rein. Also hier mitten rein noch eine Kurve, alles klar. Ja, ich glaube, man sieht es so leicht schon. Hier, da. Deswegen ist hier offen. Okay. Team Kirov stellt Shower ein. Mahadi wird von Steinmann weggeschnappt. Ui. Mahadi wechselt zu Steinmann wieder. Okay. Was heißt wieder? Sonst immer war Kitano, sonst zu Data gewechselt. Und dann was anderes. So, wir können die Flexibilität noch mehr steigern. Machen wir natürlich. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr flexibles Auto diese Saison. Jo, wir haben definitiv einer der flexibelsten Autos, die wir je gebaut haben. Kommt noch was? Meistens kommen zwei von diesen Ansagen. Chavenkov nähert sich Karriereende. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird Chavenkov nach dem Vizetitel Zappelli? Der ist zu Zappelli gewechselt. Tatsache. Oh mein Gott. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Chavenkov wechselt in die Asienmeisterschaft mit 34 Jahren. Reifensimulation. Natürlich machen wir Reifen das auch nochmal besser. Vielleicht kommt sogar noch ein drittes, das wäre auch nicht mehr schlecht. Wenn die Reifenerwärmung jetzt dann noch dabei wäre, dann wären wir ein fast 4-Sterne-Auto. Ja, wenn man alles zusammenzählen könnte, sind wir das vielleicht sogar. So, Lackierung. So, so war es auch letzte Saison. Also zumindest farblich gesehen, nicht gerade optisch gesehen. So, wir gehen auf die Blau. Blaue Farbe kehrt zurück zum Renault-Team. Gelb sieht eigentlich ziemlich gut hierbei aus. Aber ich wollte zumindest mal die Zweitfarbe in Rot nehmen. Schön knalliges Rot. Und das Gelb soll sogar bleiben. Und der Frontflügel ebenfalls in Blau. Also ziemlich blau lässt sich dieser Wagen. Und die Nummer sieht auch ziemlich cool aus. Aber ich schau mal an, was wir nehmen. Das sieht richtig scheiße aus. Aus wie so ein Zirkusauto jetzt ein bisschen. Ja, wenn man das Blau noch ein bisschen dunkler machen würde. Ja, genau. Und dann gehen wir hier auf Weiß. Das sieht richtig nice aus. Muss ich offen sagen, das sieht jetzt schon ziemlich gut aus. Zwar wird sehr wahrscheinlich so kein Auto rumfahren. Das könnte fast der nächstjährige, also von 2019, der Williams sein. Würde mich freuen, wenn der Williams wirklich so nächste aussehen würde. Hm? Wäre so aus? Oh, hat auch was. Man könnte es jetzt hier als amerikanischen, als russischen oder als englischen Wagen verkaufen. Auch nicht schlecht. All die Farbgebung, die wir jetzt haben, die passt sehr gut zusammen. Muss ich mal offen sagen. Also ich glaube, die Farbgebung werde ich jetzt ein bisschen öfter behalten. Nur halt die Anweisung, wo welche Farbe hinkommt. Okay, das gefällt mir gar nicht, diese Farbe. Sehr bunt. Dann haben wir die. Okay, hier haben wir ziemlich viel Blau, wenig Rot, viel Weiß. Nummer 33, alles klar. 11. Boah, 11 sieht auch sehr gut aus.
Aber ich glaube, ich habe mich so ein bisschen schon entschieden. Wir gehen mal auf die anderen Speziallackierungen. Da was dabei ist. Ja, so stark sind wir noch nicht. Oh. Gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich habe meinen Favoriten sowieso schon gefunden. Für die Saison. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber da die Nummer fehlt, nehme ich sowas wie so ziemlich selten. Auch wenn es eigentlich so gesehen egal ist, ob wir damit nochmal rumfahren oder nicht. Aber ich habe meinen Favoriten gefunden und das ist der hier. Der oder der hier. Also zwischen den dreien kann ich gut wechseln. 5 war schon wieder, ja, nicht so schön. Genau so wie 6. 7 ist auch, war okay noch. Und die 11, ne? Wenn man da ein bisschen Farben ein bisschen ändert, aber dieses Jahr werden wir in der 2 fahren. Und wir haben die Farbe geändert. Wie ich es gesagt habe, wir sind zwar noch relativ dunkel, jetzt dunkelblau. Ansonsten, ja, sind wir jetzt, bin ich sehr zufrieden mit der Farbe. Eigentlich war das Team ursprünglich mal grün-orange. Ne. Nix da. Oh, grün ist gar nichts zu sehen, jetzt von orange auch nicht mehr. War sowieso lang nicht zu sehen von. Ja, vielleicht ist das die Farbe, wo man relativ häufig in, ja, nur die Top 3 fahren kann. Können wir nochmal das Auto verbessern gerade? Nö. Also die Vorsaisontests, ne? Diese Rennwochen. Was? Diese Rennwochenende. Alles klar. Werde ich ein paar Mechaniker an unser Fahrzeug für 2037 zu der Vorsaisontest schicken. Dann die Entwicklungsphase zu Ende. Ja, damit ist die. Wow, was ist mit dem Lesen wieder los? Die anderen Teams werden auch dort sein. Wir werden also sehen, wie wir uns im Vergleich zu unseren Wahlen schlagen. Hoffentlich haben die anderen uns nicht technologisch überholt. Außerdem sollten wir die Zuverlässigkeit im Auge behalten. Sollte es da Probleme geben, wird es den Fahrern zu schaffen machen. Richtig geiler Satz eigentlich. Aber okay, wir hatten ab und zu mal schon Probleme, ja, aber ansonsten war es am Ende der Saison trotzdem mal eine relativ gute Saison. Also man sollte nicht zu viel von den Testfahrten halten. Los geht's! Die Panthers blieben ihren Fahrern, wie ich sehe, treu. Rosinia Reinders auf Platz 2. Wie gesagt, man sollte noch nicht so viel dafür interpretieren, weil Jevel auf Platz 9 dümpelt. Aber Jevel ist nicht zufrieden, Reinders dahingegen sehr zufrieden. Ölek, okay. Man sieht, alle Fahrer, die ein bisschen Probleme hatten, sind auch weiter hinten. Prodate hat einen neuen Fahrer. Also man kann jetzt mal gucken. Also Steinmann hat Mahadi von Prodata geholt. Ist klar, dass Prodata dann einen neuen Fahrer braucht. Rosini blieb treu. Panther blieb treu. Wir blieben treu. Windsor mit dem Blockadefahrer und auch in einem neuen Fahrer. Team Kirov ist klar. Weiß nicht, ob die Fahrer behalten haben. Boa bleibt den Fahrern... Oder zweite Boa. Warte. Auch nicht ganz treu. Evans. Okay, Evans ist geblieben. Showers, der Pur auch mal bei Dings. Ist auch jetzt. Ne, dann ist er neu. Bei Team Kirov. Evoe und Nabil. Da sind auch relativ nicht so viele Wechsel, wie ich erdacht hätte. Wenn ich wirklich sagen soll, das hat sich doch ein bisschen geändert. Okay, das erste Rennen ist natürlich wieder Yokohama. Punktmäßig sind wir überall wieder gleich geblieben. Also ja, wir sind immer das drittstärkste Team. Müssen uns relativ schnell ausbauen. Am besten, wenn es geht, auch im Heckflügel, damit wir da... Und Motor natürlich, damit wir relativ zügig nach vorne sind. Und es wird ein Regenrennen. Was auch schon mal ziemlich interessant sein wird. Deswegen, ja, bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Yokohama dabei seid beim ersten Saisonrennen der nächsten Saison. Bis dahin. Ciao.